Warum will der nach Handy streamen? Ich bin verwirrt. Bogus, wir gehen so langsam mal rüber, ne? Gut. Wir kommen gleich. Es geht. Jo, es geht. Super. Ich hab's. Es geht, Halleluja. Ich hab's geschafft. Und das pünktlich. So, mach ich mal schnell das Intro. Hat geklappt. Das können wir gleich in den Raum. AS United aus Deutschland gegen Against the World aus Japan. Keine Ahnung, warum die so fies sind mit dem Teamnamen, dass sie gegen die Welt sind. Wir haben eine Taktik, habe ich gesehen. Alle unsere Mitspieler heißen nur noch AS, um den Gegner aus Japan zu verwirren. Wer es noch nicht weiß, Japan ist das Land, wo Captain Tsubasa herkommt. So, ich guck mal, ob alles läuft. Ich hoffe, ich streame. Sonst wäre es ein bisschen peinlich, wenn ich das ganze Zeit geredet habe. Ja, ich sollte live sein, das passt. Perfekt. Kann es auch gleich losgehen. Das sind unsere Leute. Hallo Torben, hallo. Und gleich habe ich während der Spiele Steffes und Rio zu Gast, die mit ihrer Fachkompetenz glänzen. Erster Spieltag hatten wir im Derby gegen FC Newgate, die Fusion aus Newgate und FC Germany, unentschieden gespielt. Wir hatten viel Pech, aber am Ende doch noch dann glücklich gewonnen. Glücklich unentschieden rausgeholt. Glücklichen Remis noch geschafft, obwohl wir eigentlich klar besser waren, aber ANG war an dem Tag damals nicht für uns. Hoffentlich läuft es diesmal besser. Against the World ist, glaube ich, ein Top-Club aus Japan und das ist hier unsere Taktik. Jemand von uns hat sich nur AS genannt. Niemand weiß, wer der Gegner ist. Der Gegner weiß nicht, wer wir sind. Ich weiß es leider auch nicht, deswegen kann ich noch nicht, vielleicht wird Steffes gleich uns die Auskunft geben können. Ich trage das schon mal ein, das ist SB. So, AS Fragezeichen mache ich mal gegen SB. Wie heißt der mal? Against the World. ATW nenne ich mal das Team SB. Das ist Match Nummer 1. Das Top-Team aus Japan gegen uns, das Top-Team aus Germania. Top, top, top. Schön, schön. Oh, hallo.
So, hat doch geklappt rechtzeitig. Nochmal Glück gehabt. Rio ist hier jetzt schon drin, an alle, die es nicht sehen. Und das Spiel geht los. Vielleicht kann ich anhand des Kaders ausfindig machen, wer das für uns ist. Es könnte Pole sein, wenn ich richtig Drewaul sehe. Aber schauen wir mal sein Team uns an. Ich tippe auf Pole, aber schauen wir mal. Wer für uns spielt? Ja. Sieht nach Pole aus, oder? Nein. Nein? Okay. Was soll es sonst sein? Wollt ihr es verraten? Okay, wohl nicht. Schauen wir einfach mal. Anhand der Spielweise kann ich das Also, sicher. Ja? versuche es zu raten. Ich soll weiterraten? Nein. Versuch. Das ist Laien. Laien? Ja. Na gut. Hätte ich nicht erraten. Gut, mal gucken, ob die Taktik Früchte tragen tut. Bei mir zu Gast ist neben Rio auch Steffes an alle, die es noch nicht gehört haben. Muss mich ein bisschen hier nach Hallo. links drehen. So. Oh, das war eng, ey. Ich habe geschwitzt. Ich dachte, das klappt nicht. Irgendwie wollte das den Bildschirm nicht übertragen, aber hat ja doch noch geklappt. Ja, weißt du, wo das Problem jetzt war? Nein, Oder weiß ich nicht. woran? Ich habe es einfach immer wieder probiert und auf einmal hat es dann angenommen. Hauptsache, es funktioniert. Ja. So, Autoabfang von uns. Oh, das habe ich, weil ich das andere Handy genommen habe, geht der Bildschirm hier schnell aus. Fun Fact ist, dass FCNG das Spiel gewonnen hatte Okay. gestern gegen Kizuna. ja. Das ist ein Fun Fact. Ja, weil wir haben das erste Spiel gegen, die haben ja sie beide, also alle vier Mannschaften haben unentschieden gespielt den ersten Ach so, Spieltag. ja. Okay, ja. Bisschen ärgerlich noch die das RNG letzte Woche, aber gut. Das stimmt. Hallo Golbert, hallo. So. Ich konnte mir die Teams nicht in Ruhe anschauen. Schauen wir mal, aber die sind sich ziemlich ähnlich. Selbe Schild, was egal ist. Selbe Bande scheinbar. Also ein offenes Match. Ja, jetzt aber Matchup-Pech. Der Gegner hat richtig geraten. Ja. Zeit. Schneller Pass, schneller guter Pass auf Misaki. Jetzt hoffen wir, dass wir auch richtig raten. Oh, ist schon krass mit zwei Bonus. Ja. Das sieht schon mal nicht gut aus. Jetzt wird knifflig. Das sieht überhaupt nicht gut aus. Es will einfach nicht gut aussehen, aber vielleicht wird der Ball gehalten. Ja, ein random Oh nein, ja. Crit. Ja, wir kriegen jetzt einen random Regenbogen-Crit, bin ich mir sicher. Bei schlimm geht es schlimmer. Er hat ja auch den Boost von Oviran drauf, plus Random Crit. Nee, es ist... Also, im Normalfall sollte er mich halten, aber. Oh, Jawohl, hallo. Wir haben Glück. Das, was Gino sehr oft hat, komischerweise, sehr sau viele Abpraller gefüllt, aber jetzt könnte es Ja, schwierig das. werden. Aber kein Crit schon mal, das ist gut. Ja, aber hat überall den Boost von Oviran drauf, ne? Egal. Genau. Jetzt ist Gino. Also er kann schon reingehen. Ah. Ja, meine ich ja, der könnte reingehen und der wird Und der ist reingehen. auch rein. Und jetzt geht er Ah, rein. schade. Schade, dass der Abpraller falsch gelandet ist. Naja. Ich Aber hatte halt im Cup gespielt, da hat er mein Ken viermal zum Gegner geforstet, das machen wir kennen leer. Ich war nicht begeistert. Ja. Hallo Daytona, hallo. Ich soll euch von Daytona sagen, ihr Debuff-Account wird Früchte tragen. Ist das so? Bitte? Ist das so? Ja, das wird so sein. Das ist gut. Einer ihrer Mitspieler. Ja, erstmal muss Ach, sehr das viel kann doch nicht gemacht wahr werden. sein. Okay, das sieht nicht gut aus. Mit 19% wird abgefangen. Fängt genauso wieder so an, wie das letztes Mal aufgehört hat. Ja. Ah, ja. Ui, ui, ui.
Kompliziert. Wie viel? Bitte? Ja, ich sagte, kompliziert jetzt. Ja, das wird nicht einfach. Nee. Oh, hallo Nestor. Hallo. So, weiter geht's. Also, jetzt halt wieder, wir hosten das zweite und das vierte Match. Mhm. Bisschen blöd, dass wir, ist immer so ein kleiner Vorteil, wenn du mehr hostest, als, So, jetzt dass, Roberto, dass der Roberto da noch reinkommt. Ja, ich glaube, da muss er zweimal dribbeln. Boah, das ist bitter. Habe ich nicht gesehen. Kann Roberto abfangen? Ja, oh, er hätte ja, abfangen Glück. Können. Aber das tut er nicht. So, Matsuyama gegen Matsuyama. Oh, leider hat der... Ah, okay. Und wir haben nur Pass, also hätte den abfangen können. Außer... Ja. Vielleicht geht er durch. Also, das Spiel ist halt eh ganz wild. Wie immer. Das ist not good. Autocut. So müssen wir mal schauen. Und wir haben heute Abend auch 21.30 Uhr oder was ist das? Nee, 22.30 Uhr, okay. Der Basis ist halt extrem stark gegen die Debuff-Spieler, ne? Ja. Aber hätte er richtig geraten, glaube ich, hätte ihn den Ball sowieso verloren. Ja. Oh. Ja, kein Nein. Glück. Gold Crit. Das sieht gut aus. Nein, ja. Sieht nicht gut aus. Es nicht. Och Gott, schon wieder, ey, das ist... Schwierig. Ach, leck mich am Arsch, ey. Ist das Yoga frei? Mhm. Yoga und sogar Misaki. Ich konnte schon den Pass zu Roberto geben und danach den Stimulus zu Yoga geben, ja, aber hat er nicht gemacht. Yoga wird reichen. Und schlecht läuft wird das, das 2-0. Na. Schade, aber naja, okay. Also komm. Das erste Spiel, alles gut. Nervt trotzdem, so zu starten. Ja, das willst du machen. Ist halt ein bisschen unglücklich. Ich meine, jetzt müsste Nein auch für Power haben. Und er hat einen Gold-Crit random. Und natürlich, natürlich. Ui. Das Spiel gönnt echt keinem nichts, was. Also ja, es war halt Gold-Crit aus dem Nichts, ne? Und dann noch ein Abknaller, ne? Was willst du machen? Ja. Steckst du nicht drin. Es ist halt blöd, wenn du so spielst. Also, dass das Spiel das so beeinflusst. Ein bisschen RNG ist ja. Sagt ja keiner was, aber irgendwie ist es. Fühlt mehr RNG als sonst was. Ja, genau, Flo. Schlecht spielt der Gegner zwar nicht, aber wenn auch noch Pech hinzukommt, dann ist das schon scheiße. Oh, Oberrhein hat leider noch einen Block an Abfang. Ja, der hat sich drei Abfang reingesetzt. Aber wird nicht gehen. Vielleicht jetzt der Ehrentreffer. Ne, du wirst mir sagen. Ich hatte aber weitergemacht mit dem Roberto. Ja, du hast ja noch den Debuff dann drauf, ne? Von Obi. Ah, ja.
Ui, auf den Boden bekommen. Aber der könnte durchgehen trotzdem. Außer es passiert wieder das Wildes mit 12,5% oder 6,3%. Nee. Es hat gemeint, dass das 2-0 wieder durch AMG entstand, wo der durchgekommen ist. Ja. Gut, der hat zwar auch einmal mit 30% gehalten, aber dann ging halt der Basarball rein, also weiß nicht. Ja, wenigstens sieht das jetzt nicht so schlimm aus mit einem 1-2 Endstand. Ja. Ich geh mal rüber, ne? Okay. Ja, ich komm mit. So, Lion hat leider 1-2 verloren. Das heißt, nach Spiel 1... Highspeedo Tornado Sky Alpha! Genau, das war ein Highspeedo Tornado Sky Alpha. Mein Lieblingsschuss. Das heißt, dass es jetzt 1-0 für Against the World aus Japanesien steht. Wo ist denn das Ergebnis groß? Aber noch ist alles offen. It's open. Es ist spannend, 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 was hier noch passieren kann. Hoffen wir es zumindest. Gucken wir mal, wer für uns alles teilnimmt. Wir haben ja die Namen geändert, aber ich kann ja anhand der Länder sehen, wer für uns spielt. AS aus Luxemburg ist Rio. AS aus Frankreich ist Barker. AS aus Deutschland ist Steffes. Der andere AS aus Deutschland ist ein anderer aus Deutschland. Das ist Hiwo aus der Schweiz. Das ist doch gar nicht Japan, wenn die alle aus Hongkong und China kommen. Das ist nicht Japan, das ist Hongkong. Oder? Ich guck mal schnell im Discord. Oh, das wäre peinlich, wenn ich jetzt Japan geschrieben habe. Jetzt mal kurz bei Logos gehen. Club Logo? Ja, das ist Principal. Oh, die sind schon bereit. Muss ich gleich gucken. Barker spielt für uns, das erkenne ich. Ich muss trotzdem schnell nach dem Logo gucken. Die müssen aus Hongkong sein. So. Ergänze wird ist aus Hongkong. Wir hatten gesagt, die kommen aus Japan. Ich hab's so gekriegt. Nee, oh, muss ich schnell ändern, den nee. Streamtitel. Die sind eindeutig Hongkong. Schnell ändern, bevor wir Beschwerdebriefe kriegen. Das ist rassistisch. Voll. Richtig, das darf man nicht. Was ist denn jetzt so? So, das ist natürlich Barker, weil er Franzosenflagge hat. Experten wissen das. Oui, je le sais. Ach, jo, hör auf damit. Was soll das denn? Französisch. Oh, das ist sehr gut gemacht. Jetzt hat er den Takeshi rausgezogen. Bei mir ging es zu schnell gerade. So. Ja, Baka macht das. Außer es ist wieder RNG. Ja, aber er ist nicht in der Mitte. Das ist das Problem. Ah, ich glaube, da war ein bisschen zu unsicher. Ich glaube, ich noch ein paar traumatische Erlebnisse vom letzten Mal gehabt. Das habe ich auch im Hinterkopf. Aber hier, ein Akai kann er doch auch durch, oder Leute? Nee, der erste nicht. Der erste, wenn er richtig geht, hat er den. Genau, wollte ich gerade sagen. Egal. Egal. Muss er richtig halt raten. Oh, Gott. Nein. Ah, schade. Das ärgert mich beim Spielen immer am meisten. Wenn ich schon Doppelpass mache und der abgefangen wird, habe ich auch noch den Ball verloren und sehr viel Ausdauer. So, Roberto gegen Hermann, die Katze Kals. Ja, da wird Roberto wohl leider durchkommen. Wenn der... Nein, Kals sind der Self-Abfang, glaube ich nicht. Ah, der Kals. Der ist der schwach. Ja, der ist noch zu frisch im Spiel. Fuck, und jetzt ist Yuga durch. Jetzt ist er durch. Jetzt ist er im Strafraum auch noch. Das läuft einfach nicht. Alles gut, ist noch alles drin. Ich habe jetzt keine große Panik daraus. Okay. Und er war aber knapp im Strafraum. Ja, leck mich am Arsch, ey. Aber alles noch offen. Das
deshalb alles gut. Schau ich schon mal Barka gegen. Wie heißt der Typ hier nochmal? Keine Ahnung. Ich habe Ranger FC. Ja, das ist ja der Name des Teams, aber egal. Oder? So, AS Barka gegen. Ich schreibe ja, mach ich einfach. Gegen Ranger. Ist sogar noch frei. Okay, leider ist der Over rein, aber. Das ist nicht gut. Ja, vielleicht besser als zwei niedriger Ball. Das sind einfach wieder 20%. Der könnte hoffentlich durchkommen ohne Probleme. Und dass es verlangsamt wird. Ja, gut. Das ist gut. Das ist gut. Der sollte reingehen, oder? Logischerweise schon. Was steht da? Arte? Atwe? Ach, Atwe heißt der Mann. Okay. Was? Oh, Goldkrit. Ja, klar. Alles klar. Ach, leck mich, ey. Das ist halt extrem ärgerlich, weil du 20% auf hohen Ball hast. Er nimmt ja zu 80% niedrig. Und dann kriegst du halt sowas wie das Set. Ja. Kalz hat einen Abfang, zwar zur Base auch, ja. Muss ja, schon wieder nur den Kalz abfangen. Müssen wir hoffen, dass der Ball irgendwie abgefangen wird. Hat der. Ja, die Kalz-Abfangtechnik, das ist halt einfach die schwächste Abfangtechnik. Das ist halt einfach sehr. unlucky, ja. Wenn ich das so sagen darf. Und auch wieder ein Golden Trick. Ja. Das ist unfassbar. Also uns fehlt echt dieses Quäntchenglück teilweise, was wir manchmal mehr brauchen. Ja. Vielleicht gibt es jetzt ein bisschen Glück. Glaube aber nicht. Oh. Doch. Oh. Okay. Immerhin. Ja, das macht Gino oft gerne, der lässt die Bälle abprallen und Gott sei Dank ist das diesmal auch der Fall gewesen. Gut, ist trotzdem noch alle Chancen, das ist gut. Das wäre zu hart gewesen, wenn auch dieser Ball reingegangen wäre. Ja. Und heute Abend UFT gegen Newgate, ne? Ja. Also schon wieder, ne? Ist das ja, das ist aber, das sind halt andere. Andere? Das sind andere. Ja, das sind, klar, das ist nicht Newgate, aber es ist halt, ich glaube, andere Spieler. Ach, ja, gut. Aber selbe Club, ne? Ja. Okay. Meines Wissens nach. Wer weiß, vielleicht haben die sich abgespaltet und. Weiß nicht, Newgate 2 oder sowas, oder was? Aber war schon vorher klar? Mich wundert, dass wir jetzt in zwei Turnieren gegen die spielen. Ja, das ist eine dumme Auslosung. Okay. Ist die C Salinas, dann geht's richtig ab. Warum? Aber Super Dream Collection ist dann erst im Juni. Jetzt haben wir erstmal eine normale Dream Collection. Im Mai. Okay, da kann Matze ja mal leider durchdribbeln, wenn alles normal läuft. Oh, wer lebt an der Kirche? Wer lebt an der Kirche? Das ist bei mir, das ist bei mir. Die miesen Christen, ey. Ruhestörung. Und schon wieder. Schon wieder das. Ich gebe schon gebeten, um zu gewinnen. Da! Ja, nachdem der dreimal, zweimal, immer dreimal die Besten abgefangen hat. Roberto gegen Matsuyama. Matsuyama tatsächlich auch da. Ja, aber das ist heutzutage so. Jeder hat jetzt jedem drei Abfangtechniken gegeben. Danke, Roberto. Ja,
Zweitbeste hat da, oder das Zweitschlechteste hat er halt noch offen gelassen. Das ist sehr interessant. Okay. Das ist interessant. Ja. Dass er erstmal Dribbling macht und dass der Gegner auch noch tackelt. Das ist sehr interessant. Ja. Das ist eigentlich unglaublich. Ja, der macht halt sehr viel mit Roberto, ne? Hat Overeind nur zwei? Ich hätte Overeind an A-Abfang schon gegeben. Overeind ist wieder das schlechteste Technik. Das ist das unglaublich. Dreimal nur den Karls-Abfang. Viermal. Viermal? Viermal, ja. Viermal. Das ist schon krass. Das ist ja automatisch und er macht einfach drei, viermal Block, da halt das Stärkste, die zwei Stärksten. Das hat einfach wieder bezeichnet. Der also, gehen auseinander. Steffes ist der gläubigste Mensch, den ich kenne. Der ist immer in der Kirche. Stimmt das? Ja. So, alles klar. Nein, ich habe eine Kirche direkt in der Nähe. Kann das sein? Keine Ahnung, warum die jetzt läutet. Wie viel Uhr haben wir denn? Ja, komisch, ne? 16 Uhr, 20, 23? Ja, haben wir nochmal Glück? Schauen wir mal. Ich denke, der wird wieder abgeprallt. Ja, der auch. Ja, tatsächlich. Ja, das kann man mir nicht erzählen, dass die Werte richtig sind. Der lässt den immer abprallen. 50% gefühlt. Aber gut für uns. Gut, ja, aber sein Stammer wird gleich zu Ende. Och, Quatsch, oder? Schauen wir mal. Müsste schon weniger als der Tolchin vielleicht schon sein. Ja, aber der hat noch volle Power. Aber, ja. Was? Achso, ich dachte, der schießt. Natürlich nicht, der passt. Der Pass wird auf Kals gehen. Auf Hüger, Entschuldigung. Kals. Der wird abgefangen. Nein, kein Auto gerade ausgelöst. Man kann ja träumen. Und jetzt wird's interessant. Ob der schießt oder. Passt. Nein, er muss passen. Die Ecke ist zu schlecht. Meinst du wirklich? Ja, der ist zu weit, der ist nicht im Fünfer. Du hast recht, der müsste passen. Probiert's trotzdem. Der schießt. Okay, das könnte. Ja, okay, dann der Nachteil ist jetzt, dass Hernandez weniger Ausdauer dadurch. Ah, Buck hat gerade Full Power aktiviert. Ja, die Ecke war zu schlecht. Ja, der Winkel, ja genau, ja. Noch ist der Bein nicht gehalten. Jetzt schon. Wer weiß, wenn er abfällt, kann er abfallen. Nein. Oder? Ja, abfallen könnte er schön, ja. Na gut. So, jetzt eine Kontersituation und ist beten. Eat, pray, love. Und jetzt heißt es richtig liegen. Das auch. Oh, Dribbling passen. Die entscheidende Frage. Schade. Oh, sehr schade. Boah. Nee, das ist vorbei, glaube ich. Nein, kann ja da abfangen, hat ja noch vielleicht eine Chance. Glaube ich nicht. Nee, hat er keine mehr. Ja, doch, sie ist auf 44, ja. Ah, vorbei. Rio, gehen wir bei Robber? Ja, gehen wir dann. Das nenne ich leider Fehlstart. Das ist ein Fehlstart. Ein Fehlstart. Aber noch ist nichts gegessen. Wir haben noch drei Spiele. Und es kann nur 3-2 ausgehen. Gegen die Hongkongesen. Schade. Da ist schon einer bereit von denen. Oh, ich habe eine Nachricht vom WCIC. Was haben die gepostet? Ja, was anderes, nichts Wichtiges. So. Wer tut für uns spielen? Das ist die entscheidende Frage. Und die zweite entscheidende Frage ist, wird uns das Spielglück weiterhin fehlen? Glück haben wir auf keinen Fall bisher. Wie heißt dieser Typ? Ich kann kein Hongkongesisch. Wie heißt der?
Ah, Sweetie, hallo Sweetie. Spielt bestimmt Rio, kann sein. Spiel 2 AS Fragezeichen mache ich schon mal. Gegen ATW. Kann ich vielleicht doch Mandarin? Was steht da? Ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht lesen. Egal. Ja, Rio ist das. Okay, sieht man im Luxemburg-Zeichen. Dann ist das AS Rio. Gegen ATV. Keine Ahnung. Kannst du Mandarin? Bist du das, Steffes? Bist du hier? Ja, Steffes ist hier. Nee, leider nicht. Wie heißt der Typ? Ich schreibe einfach ATW. Schreib einfach Stern. ATW Stern. Gut. Da steht Nummer 9, sie ist sauer. Oh, du Rassist, Sweetie. Uiuiui. Schade, dass ich den Witz nicht gemacht habe. Mach einen Stern. Ja, klingt gut. So, Rio. Oder ist das nicht Rio? Das weiß ja keiner, weil der Name ja weg ist. Oh, Verbindung zum Server unterbrochen. Hast du das auch? Ja, ich hab das auch. Okay. Hoffentlich ein Autosieg für uns. Was sagt der Schiedsrichter? Jetzt will das aber nicht laden hier in meinem Raum. Es lädt gerade auch nicht. Guck mal kurz, was sie geschrieben haben. Ich muss das Spiel neu starten. Ich werde wahrscheinlich auch die App neu starten. Das gefällt mir nicht, dieses Ladedaten. Warte, ich habe gerade geschrieben. Ich kann da irgendwas. Vielleicht nutzen die in Hongkong statt Glasfaser Glasnudeln. Ich gehe mal kurz rüber. Ja, gut. Ist Nummer 9 Ente oder Hähnchen? Interessantovic, da ist der andere schon bereit. Ach, vielleicht mit dem Hosten haben die sich vertan? Wahrscheinlich, ne? Nee, ach, keine Ahnung. Ist mir auch egal. Nee, weil der Typ war ja auch gerade der Erste. Nee, nee. Luxemburg gegen Hongkong. Also Rios Spiel hatte sich aufgehängt vom Ladenbildschirm. Es ist eingefroren. Ist eingefroren, okay. Kenne ich, habe ich auch manchmal. Habe ich auch, ja. Habe ich so auch zwei Niederlagen im Cup gehabt. So, jetzt alle Hoffnung liegt auf Rio. Oh, Debuffer ist Rio und der auch. Beide sind Debuffer scheinbar, ne? Nein, Rio ist kein Debuffer, der hat einen Autocut Minus. Komm, wie kam ich jetzt darauf? Ach, Autocad war das, okay. Na gut. Ja. So, der Debuff-Chester auf Roberto. Ah, ich hasse das immer, wenn neue Dreamfest-Spieler rauskommen. In der Regel ist das so, nicht immer, aber dann komplettes Spiel auf den ausgelagert. Jetzt sehen wir nur noch Roberto Ach Kessler. komm. Ja. Es ist halt wieder, läuft wieder gut direkt. Okay. Achso. Hoffen Ja, wir. ich hatte keinen Rising-Kant-Spieler, ne? So, Misaki gegen Roberto. Wenn ich richtig rechne, ist der Gegenspieler im Vorteil mit Bande um circa 10%, kann das sein? Ja, du musst bei den EU-Spieler gucken. Weil der Ach hat ja, ja. stimmt, hast recht. Matteo und so weiter. Und die zwei Zwillinge gehen ja nochmal 5. Ich glaube, der hat jetzt nur für Roberto Radunga, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich vertraue der Rio blind. Vertrauen ist leider kein großer Faktor in diesem Ah, das Spiel. ist halt dieser, wie schnell der Radunga ist. Das ist so unfassbar. Ach, sehr gut.
Oh, kam da noch mit rein. Ja, aber Brian, was soll der schon machen? Mhm. Aber den Ball kann man nicht annehmen, das ist halt der Nachteil, aber hätte sowieso eng werden können. Ja, ist halt aber wieder ein hoher Ball, ne? Also ja. 20%, ne? Okay, ja. Das ist halt, also Sorimachi nimmt so 80% niedrigen Ball. Mhm. Das ist halt der zweite Ball auf Sorimachi, der hochkommt von 2. Vielleicht haben wir mal Glück mit 30%. Das wäre mal sehr schön. Die Berechnung ist halt einfach, da passiert zu viel. So, der gegnerische Matteo. Der gegnerische Haas. Haas kann nur dribbeln, den sollten wir erobern. Jo. Und den Skill hat sich der Gegner sowas von geschont. Oh. Oh Gott. Ich habe Schiff da aber auch nicht gesehen, um Rio zu verteidigen. Jetzt ist halt. Das Gute ist, aber der Dings ist halt nicht vorne, der Haas. Wird das mal schon Ausdauer runternehmen? Ich glaube, der Ball kann durchgehen jetzt. Nee, doch nicht. Gut. Habe ich Misaki unterschätzt. Hätte ich nicht machen dürfen. Ich merke schon, du unterschätzt vieles. Ja, das stimmt. Was war das jetzt? Oder. Ach, hör doch auf. 13% ist es. Und 100% natürlich. Ist gerade ärgerlich gerade. 13% und dann kriegst du halt wieder einen Konter. Also, er muss eigentlich Doppelpass machen, damit er noch was machen kann in der Halbzeit. Hm. Oh, er passt aber. Den sollte aber bitte abgefangen werden. Nicht wieder so ein RNG-Scheiß. Ach, ja, Gott. Und zack wieder. Aber Zeit ist um. Zeit ist um, alles gut. Ja, trotzdem nervig, ey. Es kotzt mich an. Ja, das Quäntchen Glück ist halt irgendwie nicht. Da. Wenigstens hier mal zum Beispiel. Ja. Aber hier mal der niedrige Ball, weißt du? Hier mal der. Hier der Goldkrit für den Gegner. Klar, Sino hat auch bei Baka gut abgeklatscht, das muss man auch ehrlich sagen. Ja. Aber trotzdem, hier, da. Ja, stimmt. Es fehlt einfach das Glück, was der Gegner hat. Bisher. Ja, das Spiel basiert ja momentan sehr auf Glück. Leider. Hat... Ja. Aber gut für mich, wenn ich online spiele. Achso. Ich habe auch ein Cup-Spiel gemacht, der hatte in seinem Full Power dreimal Rainbow, zweimal bei seinem Gento. Ich habe das Spiel 1-2 verloren. Hm. Passiert, ärgert halt einen einfach nur, weil du dann einfach denkst, ja, warum machst du das, weißt du? Genau. Ja. Das ist halt das, ja, Blöde, wenn ich das so sagen darf, weil. Das so. Hm. Bist du auch fit genug für heute Abend? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich versuch's. Ich versuch's. Ich hab nur keinen Bock. Ich muss ja auch noch Emerald Cup spielen davor. Da habe ich keinen Bock drauf. Danach noch streamen. Der ist doch ein easy win. Hm. Es wird aber ein gutes Spiel. Warum? Ja, zwei Mannschaften, die sind schon stark gewesen. Auch wenn ihr gegen uns verloren habt, beide. Ja, aber das, ich glaube, ne, das kann nicht immer gut gehen. Spielt Pole Debuff gegen mich? Weißt du das? Ich darf es nicht verraten. Doch, also komm. Eigentlich erübt sich die Frage von alleine. Also ja. Na, da muss ich Schilder bauen, ey. Kein Bock. Oder du machst es halt wie Sora, ne? Der Drecksack. Das habe ich ja gegen dich auch sowas ähnliches vorbereitet. Nicht so gut, was Sora hat. So ein Team, so ein Schild-Team, aber erst muss ich mir was einfallen lassen. Mit meinem Buff-Team kann ich nicht spielen. Der hatte ja 5 Verteidiger und das ist halt was, das triffst du so selten online, ne? Also, kann ich nicht einfach gegen Saladin spielen heute. Das wäre halt ein easy win, ne? Das habe ich nicht gesagt. Okay, das sage ich. Ach. Ich leider abgefangen. Ja, keine 20% für uns. Oh, was? Was?
Komische Anime. Wow. Oh, war das schnell. Ach komm. Ja, das ist ein Farbvorteil, ne? Nein, ich will das nicht sehen. Das ist ja zum ersten Mal jetzt im Strafraum, der Typ, und hat gefühlt jetzt die Oberhand. Da, warte, das noch ist noch nicht vorbei. Guck. Ja, Halleluja, Gott sei Dank. Wäre wieder so typisch gewesen, wenn er mit 20% durchkommt. Tsubasa Ozora, von dem Namen habe ich schon mal was gehört. Gut. Der Ball hat einen 3. Das war gut gespielt. Das war sehr gut jetzt, gespielt. Ah, ich glaube, der Sorimatch ist noch im, oder? Im Abseits, ja. Ja. Mm, hat er auch gesehen, aber ein bisschen zu früh. Ja. Und jetzt Daumen drücken, dass Sorimatch den Ball mal niedrig kriegt. Ja. Ja, so gut, aus. Wenn alles normal läuft, geht er rein. Was läuft in diesem Spiel schon normal? Oh, Goldcrit. Ey, boah, wehe. Wehe Regenbogencrit oder so ein Scheiß. Komm. Sehr gut. Gut, Halleluja. Endlich mal was Erwartbares hier. Ist 10 Minuten gut verteidigen. Ja. Ein hitziges Duell hier im San Siro. Warum in San Siro? Das ist doch das Stadion mit den Türmen an der Ecke. Ah, stimmt. Ja? Was ist das? Da steht sogar, die Verbindung von uns ist abgebrochen. Rio, was hat er denn mit seinem Internet? Warte mal kurz. Schade. Warte, ich geh mal kurz rüber, ne? Ja, mach ruhig. Uiuiui, ich hoffe, das Spiel kann gut gerejoint jetzt werden. Aber so können wir die Aussicht hier im San Siro genießen. Schönes Stadion. Ist zwar kein Ruhrstadion, aber hat auch was zu bieten. Also Rio versucht gerade wieder reinzujoinen, aber ich weiß es nicht. Da geht weiter, Abschluss. Ja, irgendwie ist er geflogen. Keine Ahnung. Ja, das Problem ist halt einfach jetzt wieder, also... Aber selbe Situation, alles jetzt... Na, das Problem ist von der Zeit her. Der hat jetzt 5 bis 6 Minuten weniger Zeit. Das ist halt das Problem. Ui, okay, das kann... Ja, aber es gibt einen Schiedsrichter. Dafür sind Schiris, glaube ich, da. Ja. Okay, das ist... Wäre das jetzt uns passiert, wäre das ärgerlich. Da hätte ich schon... Ja. Aber es wäre eh nur zu einer Situation gekommen, oder? Ja, zu dieser. Ich hoffe, das wird jetzt nicht gegen uns annulliert oder sowas. Nein, kannst du nicht. Gut. Also haben wir gewonnen, da wird nichts mehr passieren. Nichts am grünen Tisch, ne? Gut, dann gut. Aber Rio, hol dir Internet. Ich weiß, Luxemburg gibt's nur 2, 3 Straßen. Aber da kann man noch Glasfaser durchbauen, oder? So, das heißt, wir haben gegen ATW Stern gewonnen, 1-0. Gut gemacht, Rio. Alles klar. Moment, warte kurz, ich muss kurz mal schreiben. Ja.
Warte mal kurz. Steffes. Ja, ich schreibe gerade. Ja, das Spiel hat mich gefickt, nicht. Bin rausgegangen oder so, etwas. Okay. Das glauben wir natürlich. Keine Sorge. Ui, ui, ui. Meckern die oder was? Ja, aber die Attacke wurde jetzt behindert, weil ich das zweite Mal disconnectiert wurde. Okay, kann ich ein bisschen zwar verstehen. Die Frage ist nur, hätte er mit dem mehr Zeit noch eine Chance theoretisch gekriegt? Ja, der hat eine Chance gekriegt. Er war sehr gut, aber leider hat er zwei Duelle bekommen. Du kannst die anderen fragen. Ich habe mit meiner Frau gefragt, ob wir noch Internet haben. Und sie sagte ja. Das Spiel hat einfach auf mich aufgegeben. Passiert leider manchmal. Jetzt kommen politische VAR-Entscheidungen zu Trage. Aber dafür gibt es den Schiedsrichter. Der Schiedsrichter muss entscheiden und das müssen wir akzeptieren. Scheinbar. Auch wenn es... Aber wir hoffen natürlich auf eine gute Entscheidung. Ich versuche so neutral wie möglich zu sein. Selbst mit 5 Ingame-Minuten mehr hätte es zu keiner Torchance mehr kommen können. Ja, da will ich das angucken. Ich gehe mal wieder rüber, ja. Rio, bleibst dann hier um den... Du kannst ja alles lesen, Bogus, du glaube ich auch, ne? Alles lesen? Okay. Ist das nicht? Nee, du bist ja nicht drin in diesem Chat da. Nee, lass ruhig, du kommst gleich wieder und dann sagst du uns, was passiert ist. Er hat gesagt, für den nächsten Match zu hosten. Ja. Okay, klingt doch gut. Ist doch mal ein Kompromiss, oder? Also, ja. Ich würde sagen, das ist alles gut. Ja, perfekt. Ah, aber er sagt, er wird noch schauen. Okay, so, bei uns ist jemand wieder bereit. Das ist AS aus Deutschland. Wer hat einen deutschen Account außer Steffes? Gute Frage. Vielleicht ist er Steffes sogar selber. Kann schon gut sein, ja. Aber da ist noch jemand, der jetzt... Ah, Saladin, glaube ich. Saladin, oh, Saladin, okay. Saladin hat auch einen deutschen Flagge, glaube ich. So, dann tragen wir das schon mal ein. Oh, Spiel 3 war das. AS Saladin, den ich schon ein paar Mal besiegt habe übrigens. Gegen schauen wir mal. Also ich sage nicht, dass es Saladin ist. Ich sage nur, Saladin hat auch eine deutsche Flagge. Es kann auch Steffes sein. Okay, ist aber Steffes wegen dem Vogel im Logo, okay. Oh, Flo, willst du damit behaupten, dass Steffes ein Vogel ist? Oh. Diese Kritik unterschreibe ich nicht. Obwohl er sich gestern im Captain Tsubasa Talk sehr, sehr desaströs benommen hat. Er hat nur Dortmunder gewählt. Bogus, ich habe die Hände, die trimmeln. Wen hast du? Die Hände, die zittern, also trimmeln. Warum? Nervös. Ja, dachte, ich würde nicht, vielleicht nicht gewinnen. Okay. Ja, das musst du, wenn du Profispieler bist, musst du sowas ablegen. Da darfst du nicht zittern. Ja, aber... Hast du den Debuff gesehen? Das stimmt, ja. Ich hatte nur 8% Schild im Anfang. So JVA heißt er. JVA. Okay, ich glaube, es ist gut. Nee, sein Teamname ist doch Phoenix. Aber der Teamname hat er ja geändert. Das ist ja die Taktik gewesen. Ja, ach so, du meinst, sein Teamname ist doch Phoenix wegen meinem Vogelspruch, meinst du, ne? Na, keine Ahnung. Egal, so. Auf jeden Fall stellt Steffes, behaupte ich einfach mal, ist er das?
Oh, Daytona sauer beim Wort Dortmund, okay, zu Recht. Und das Spiel geht los. Und da Steff jetzt nicht hier ist, wird er wohl tatsächlich der Spieler sein. Ja. Oh, habe ich Black Screen? Nee, lädt, gut. Speedo Tornado Sky Alpha. Steffes ist ein Debuffer und 34 Buff hat. Oh, der spielt mit seinem Euro-Hybrid-Debuff-Team. Uiuiui. Ah, das sieht gut aus eigentlich. Für uns im Moment. Ich hoffe, der bufft den so runter, wie ich es mir gerade vorstelle. Also da ist eine große Chance, ja. Er hat nicht so viel Schilder, ne? Nur 8% auch. Also ich glaube schon, Steffes kann dieses einfach gewinnen. 47 hat er, der Gegner hat insgesamt 26 plus 34. Circa 10 Bande Unterschied, wenn ich mich jetzt nicht komplett verrechnet habe. Ja, man spielt direkt durch. Und dann noch die ganzen Euro-Buffs, ne, die Europäer sich da buffen. Also mindestens 10. Was denn da los? Wie, was denn da los, Pole? Wir spielen gerade den WCIC. Wie soll ich die Frage interpretieren? Wann spielen wir nochmal hier Emerald Cup, Pole? 21:30 Uhr? Wann war das nochmal? Immer Kopf? Ja, Emerald Ah. Cup, genau. Okay. Und danach Ich muss dachte, ich du wurdest. UFT müssen wir danach dann Ja, streamen. genau. Ich dachte, du hast überhaupt den UFT 21:30 Uhr wir beide. Okay, dann muss ich 21:30 Uhr wieder am PC. Gut. So, erste Chance für Steffes. gehabt. Eine sehr gute Chance Sehr sogar, gute, weil gern so sehr. im Tor ist. Richtig, oh, boah, das sieht sehr Also schlecht aus. das muss ein Tor sein. Ja, guck Also mal, mehr 18%. Wenn als. der den hält, dann weiß, flippe ich aus. Dann flippe ich echt aus. Ach ja, stimmt, parallel hast du mir geschrieben. Ich bin ein bisschen heute unter Stress. Ich musste den Debuff-Account ein bisschen aufleveln und die Zeit total vergessen. Wir führen, das ist gut. Ja. Steff ist sehr souverän. Ich musste das Spiel wieder laden, weil es wieder gefroren wurde. Ja. Hatte ich beim Cup auch, beim Online-Cup. Ich habe ja live gestreamt und zweimal direkt beim Matchup schon abgebrochen. Ich muss der Handy am besten immer vor jeder Partie immer neu starten. Ja, verrückt. Weil wir hatten Glück, dass der Schiedsrichter noch gewählt hat. Alles ist in Ordnung. Ja, das ist halt wichtig. Ich denke aber auch nicht, der vielleicht 5 Ingame-Minuten hatte dadurch schlechter jetzt. Ja, so ungefähr, ja. Hat ja noch 5 Minuten, Dann aber die konnte nicht Frage. so großen Unterschied machen. Genau, die Frage ist, hätte er danach noch eine Torchance bekommen? Ich denke nicht. Doch, er hat einen, also wann ich mich zurückkonnektiert habe, er hat einen, aber den hat er nicht geschafft. Okay. Das heißt, wenn ich zurück bin, hat er einen besseren Chancen als vorher. Okay. Oh, aber Theo kriegt den Ball, das ist mal Sehr schön. schön. Das ist mal Sehr schön für schön. uns. Okay, Matteo läuft sich frei auf Chester. Der ist leider Matchup Oh. mit zwei, wow, mit drei sogar, mit drei Leuten hat. Sehr kompliziert jetzt. Ja. Ja, Ja, da der. wird ihr ihn fangen. Das Beste, was uns passieren kann, ist, wenn der Ball abgeprallt wird. Genau, das wäre wirklich sehr gut Glück, aber Aber, leider nicht ach, passiert. sogar hier mit schlechterer Quote kriegt Urawa den Ball. Na gut. Schöner Pass leider auf Tsubasa. Und jetzt müsste Steff es richtig entscheiden. Ich hätte zu große Angst, ich hätte getackelt. Weil mit dem Dribbling wäre so weit Ja, vorne. aber hätte er getribbelt, ja doch, und ja noch den Pass zu Hyoga geben. Deswegen bin ich kein Superstar 4-Spieler, weil Steffes hat es gut gelesen. Er fängt den Ball ab. Kreiselschuss mit Chester, ich glaube. Naja, wenn man diesen Chester einen Schuss gibt, dann weiß ich nicht, was. Oh, sehr schön Das war gespielt. Pass Trauma. sehr Oh, frei, ja, warum hat aber er nicht. leider zu spät gegeben. Dachte er, Haas wäre im Abseits oder warum hat er nicht gepasst, einfach.
Vielleicht hat er in der letzten Sekunde gewartet. Hoffen wir mal, dass ihr richtig ratet, aber Oh, leider leider nicht, nicht. ne. Aber wir führen, das ist schon sehr gut. Ja, leider spielt der Gegner nicht so schlecht, wenn er mal den Ball hat. Ja, das war ein brasilianischer Pass da. Diesmal leider recht schlecht geratet. Okay, ja. Oh, 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 abseits? Nein! Geil! Da haben wir oh. Glück gehabt. Da haben wir echt Glück Sehr gehabt. Glück, sehr Glück. Wow, das war echt Aber war glücklich. schon komisch, weil der Ball Ja, hat für der. mich gesehen, als war auf Eindeut genau, Juga. eindeutig auf Hyuga. Also, das war sehr viel Glück. Habe ich auch nicht verstanden, dass der Ball nicht ankam. Sehr, Der sehr glücklich. Gegner. Er hat Pierre als Schild. Ja, guckst du, wie viele Robson. Schilder auf Bagger hat? Gute Idee. Ja, und Bakashimazu. Victorino wird ihn nicht spielen lassen. Das werden, oder hat oder kann er wirklich? Der hat aber Nee, viele nicht Schilder. wirklich. Der hat sicher. Der kann darauf kontern, glaube ich. Wer hat ja noch mit Tosino? Der Ja, aber Robson ich hatte glaube, noch. Victorino macht ja nicht mehr. Aber der hat ja nicht umsonst Victorino auf der Bank. Ich glaube eben, weil wenn jemand Debuff spielt, dass er komplett wechseln kann. Hat er ein Clubrot? Ja, oder Ishizaki sollte Clubrot. Oder zählt Mittelschüler nicht als Club? Ich glaube nicht, ne? Mittelschule zählt nicht als Club. Aber ach, der hat Pierre. Pierre hat er drin für den zweiten Club, genau. Feria. Er kann komplett wechseln, ich bin mir sicher, das tut er auch. Ach so, Steffes ist selbst Keeper, deswegen wusste Steffer das. Ja, genau, okay. Ja, vielleicht kann Steffes auch kontern. Schauen wir mal. So, der Gegner ist. Oh, er hat komplett gewechselt. Steffes Von wechselt. Debuff, ja. Aber nur Steffes hat gewechselt. Genau, von Debuff ist er jetzt auf Buff gegangen, glaube ich. Weil er dachte, dass er jetzt Schilder einsetzt, aber das hat der Ja, Gegner glaube nicht ich auch. gemacht. Ja, leider. Ja. Der Plan war gut, aber Ach, das ist ja irre. schade. Ich glaube, der Gegner Ja. wusste ganz genau, dass dann Steffes sie sieht, das, was er auf der Bank hat, so viele Schilder. Und gehofft, dass Aber Steffes wenn wirklich ich wechselt. richtig zähle, glaube ich, dass Steffes noch immer mehr Bond Hat hat. er. Guck mal, der hat 57 ja so und hat noch minus 14 auf den Gegner. Also Vorteil Ja. hat er immer noch. Sollte er zumindest haben. Hoffen wir, dass wir darauf noch reichen. So, das dritte Duell, Kals gegen Tsubasa. Und wenn es nach dem Manga geht, Rising Sun, sollte Kals hier Oh. gewinnen. Das tut er auch. Oh, das tut er. Und Kals trägt kein gefälschtes Adidas-Trikot, weil drei Streifen zu sehen sind. Er kann sich also richtige Klamotten leisten. Also hier kann er passen. Sollte normalerweise kein Problem sein. Aber ja, dribbelt, okay. Nee, Ah, ne, passt. er passt. Ja, passt zu ihm. Mit einem schönen Rainbow. Auf Ja, ob sowas. Tsubasa. Suchte das Matchup. Mit Miss Lucky. Ja, ja, könnte Und durchkommen. hat Glück. Und ja. Weil Roberto konnte da sein. Ich glaube, da wird er vielleicht noch Tour machen. Ja. Schön. Matchup-Glück haben wir auf jeden Fall. Steffes ist sehr, sehr gut. Okay. Der Oh schießt. ja, oh ja, genau. Er Ja, weil schießt. Gänse ein Tor ist. Ach ja, stimmt, der hat Gänse gar nicht gepackt. Ja. Hab ich gar nicht aufgepasst. Jetzt haben wir den zweiten Chance. Und sogar ein Crit. Oh, das wäre sehr schön, wenn der jetzt Oh, reingeht. so kleine Werte. Ja, der ist ja knapp hinten im Strafraum noch. Aber der kann ja trotzdem reingehen. Nein, geht Nein, nicht. leider Ah, oh, mit nicht. 64 geht er nicht rein. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Passiert mir auch Ja. andauernd.
Passiert mir jeden. Andauernd. Ich glaube, es ist bei jedem. Ja. Dieser Gänser hat kein Limit. Puh, was für ein Pass. Ja, leider gut, dass keiner mitgelaufen ist vorne. Das ist schon mal gut. Oh, schön geraten. Super, Steff ist die Eule mit der Eulenabfangtechnik. Das passt ja. Was ist das, Phönix? Was meinst du, Phönix? Mit Eule, Phönix, gleiche Rasse. Achso, ja stimmt. Ah. Phönix. Steff ist der Phönix mit der Eulenabfangtechnik. So, Matze haben wir wieder gegen Urabe, das Duell hatten wir schon mal. Oh. Tja. Okay. Kann passieren, ein Duell zu verlieren. Man kann nicht immer Matchup richtig liegen. Genau. Er wartet auf Zucker, sondern. Autoabfang. Nee, normaler Abfang hat, wenigstens. Das. Ja, genau. Er hat keinen Autoabfang. Ja, genau, nicht, hat er nicht. Oh, da hat die Manndeckung funktioniert, aber Bassen, Tomea kann leider abfangen. Er kann sogar nur abfangen. Vielleicht ja, aber er kann zweimal dribbeln. Ja, kann zweimal dribbeln, ja. Obwohl Takeshi ein Tackling hat, aber er könnte durchgehen. Oh, er macht doch den Pass. Okay, der Pascal, aber das ist ja der beste Pass, der kann auch so durch, ne? Akai mit dem Crit weiß ich nicht. Schau mal. Oh! Oh Gott, da ist Glück im Spiel jetzt wieder. Ja. Ah, schön, dass wir mal Glück haben, das ist gut. Das ist wahr. Die zwei letzten Spiele waren nur Zeit Pech. Runterdrehen. Also, okay, wir haben gewonnen. Ist die Frage, ob nur 1-0 oder 2-0. Ja, ich glaube, er wird schon den Pass ins Wasser geben. Oh, doch nicht. Erstmal annehmen, okay. Ja, gut, Zeit ist runtergedreht. Also ist das eh egal, was er jetzt macht. Ich schreibe schon mal Ergebnis hier 2-2. Schön. Kann auch immer den Pass geben. Haben wir echt das 0-2 gedreht in zwei Spielen? Sehr gut. Das macht er. Ja, jetzt nur schießen und den 2-0 machen. Und hoffen wir, diesmal wird es rein. Mhm. Oh, er ist drin. So, endlich klappt mal 60%. So, perfekt. Das heißt, es steht 2-2. Wir haben ein letztes Spiel und das alles entscheidende Spiel. Ich hoffe. Ja. Wir spielten eigentlich noch Esme, Hiwo oder wer? Ach ja, ich habe Line-Up doch gesehen. Ich guck mal. Line hat schon gespielt. Line hat. Ja, ich meine. Ja, das war der erste Spiel. Aber Steffi hat gepostet, wer spielt heute alles, ne? Warte mal. Ah, okay. Oder? Doch, da. Doch. Baka, Esme, ich, Dion und Hiro. Dann Hiro? Der hat doch. Hä? Ach, Steffes hat für irgendjemand gespielt. Stattdessen. Irgendjemand ist abgesprungen. Esme oder Esme oder Hiro ist nicht da. Aber Hiro habe ich gesehen im Raum. Dann wird wohl Hiro spielen. Esme ist wohl nicht da. Nein, ich sehe Hiro nicht. Ich habe doch einen Schweizer Account gesehen von im Gruppenmitgliedraum. Also ich meine einen Call, einen Voice. Ach so. Ja. Aber ich sehe hier im Raum ist ein Schweizer, ja. Aber wir haben auch einen Chinesen. Also Esme. Wir mal gucken. Lassen wir uns einfach überraschen. Ja, wird hier eine Überraschung sein. Ich weiß nicht, ob es einen Wert hat, jetzt drüber zu gehen. Ich habe schon mein Spiel gemacht. Ahnung, wenn Steff jetzt was von dir will, dann wird er dir das sagen. So. Oh, hallo Scheck. Scheck ist im Chat. Hallo. Stark gespielt, Steffes. Hast recht, Flo, eindeutig. Oh. Ja, gut gespielt. Gratulation. Ja, sehr gut. Danke. Und die Decision ist also gut. Mit meinem Spiel. Ja. So, jetzt die Frage, wer spielt? Wir haben schon geraten. Esme, Hiro. Naja, schauen wir mal.
Und jetzt das entscheidende Spiel. 2 zu 2, letztes Spiel. Spannender kann es gar nicht sein. Danke, Flo. Ja, jetzt, wenn dieser Big UEFA kommt. Was hat denn Hongkong gegen UEFA? Einer heißt Big Fail UEFA, einer heißt Fuck You UEFA. Was hat UEFA Hongkong angetan? Ich weiß nicht. Ich glaube, der Club heißt UEFA. Aber UEFA ist stark, der Big. Okay. FU UEFA. Ich denke, das ist ein Diss gegen die UEFA. Big Fail UEFA und Fuck You UEFA. Ich glaube, die UEFA kann nichts dafür, dass keine Hongkong-Clubs in der Champions League mitmachen. Meine Frau lacht sich über den Frosch mit dem Wein. Aber so sieht die dich doch jeden Tag, oder nicht? Siehst du nicht so aus? Nein. Nein? Okay. Nein. Aber bist du auch Luxemburger? Sehen nicht alle so aus? Ja, okay. Was ist Rassist? Hey, du hast mich auch oft als Weißwurstfresser genannt. Wer, ich? Oder was, ein anderer? Nein, das weiß ich nicht. Bestimmt nicht. Ich würde sowas nicht sagen, ich bin selber wenn einer. Ich sehe mein ich, Bild. Weißwürste sind echt geil. Die nervt zwar, die Haut abzuziehen, aber ist echt geil. Aber für mich keine Beleidigung. Also das muss auf Roll of Shame gehen. Nein, das ist nicht im Discord gepostet worden. Nein. So AS, wahrscheinlich Esme würde ich jetzt sagen, ne, oder? Esme gegen Fuck You UEFA. ATW. Fuck You UEFA. Und Steffes, was sagst du? Gewinnen wir oder nicht? Ich kenne diesen UEFA nicht. Check gibt mir recht, das ist gut. Check im Chat. Mit der Weißwurst wahrscheinlich, dass sie schmeckt, keine Ahnung. Ah, okay. Oh, gefährlich ist jetzt, der Haar steht richtig gut, aber der zum Glück hat er das Abfangen geblockt. Nicht geblockt. Der Teufel, los. So, ich muss immer an 40 Euro denken, wenn ich die Zeitbombe sehe. Dass jemand 40 Euro, weil die 40 Euro gekostet hat. Ja, da war zwar dabei. Okay. Ich muss immer das Positive sehen. So, zu Wasser gegen Gotza. Also das Esme, das kannst du es verraten? Ist das Esme? Wahrscheinlich, ne? Ja. Gut. Ja. Meine Frau ist Russin und nennt mich Kartoffel. Also in Portugal nennen wir die Portugiesen Bacalhau. Okay. Ja, ist ein Fisch. Oh, das ist rassistisch. Was? Wir essen sehr viel Fisch. Ja, in Portugal, die Leute. Okay. Wenn du willst rassistisch sein, nennen wir sie Bacalhau. Okay, na gut. Das könnte jetzt gefährlich werden. Ja, normal müsst ihr da reingehen, wenn ich logisch denke. Okay. Aha. Kann man nichts machen. Egal. Haas ist Haas. Das war der erste Angriff. Ja. Wir wissen alle, dass Esme gut spielt, wenn er mal den Ball hat. Und jetzt hat er den Ball. Den musst du sauer machen. Nee, dann quittet er doch wie bei Lazarus, oder? Nein. Das war gemeint, das war gemeint. Ja, der ist ja rausgegangen nach dem vierten Mal RNG oder so. Ja. War schon lustig. Ja, das, ich glaube, Esme fand es nicht so lustig. Ja. Ich habe den ja danach im Voice. Lazarus hat den Stream Esme gewidmet. The Revenge of AS Esme. Da verliert er auf diese Weise. Das war lustig. Was? Nein. Das geht nicht durch, glaube ich. Oh, aber knapp. Ja, noch ist er nicht durch. Doch, der geht durch. Doch, Mann, du hast die Animation, glaube ich, geht schon durch. Bist du sicher? Manchmal ist die Animation, der wird trotzdem abgefangen. Das ist nur beim Pass. Das ist nur beim Pass. Ah, okay, beim Doppelpass nicht. Okay. Beim Doppelpass nicht. Hm. Okay, wieder was dazugelernt nach 6 Jahren. Ich helfe dir gerne, wo ich kann. Danke. Oh, katalogische Legende. Denk daran, bald ist CVC, ne? Ja, und? Pack schon mal deinen Blog aus, zum Mitschreiben. Kann ich machen. Ich habe immer einen Blog auf dem Schreibtisch.
Oh, das ist geil. Scheiße. Schade. Ey, mit 67% geht in 68% geht er nicht rein. Das ist halt jetzt wieder. Ach Gott. Aber warum hat er jetzt die katalonische Legende ausgerüstet? Weil die nicht an den Pfosten geht. Okay. Hat er nicht einen Ozean? Ach ja, aber der hat einen neuen Account. Okay, vergiss es. Ein Katalonisch hat aber, glaube ich, sogar mehr als der Ozean. Nein, sie hat nicht gleich, glaube ich. Echt? Ja, 235, glaube ich. Okay. Aber nur, dass das Katalonische. Aber die Katalonische sieht einfach geiler aus. Ja, aber du brauchst Rebaul. Ich finde den Ozean. Gut, sie sehen beide gut aus. Beide. Noch eine Chance. Gegen Schmidt. Ja, der Schmidt wird drei Abfangtechniken haben. Der andere auch. Ah, ja. Das Problem, er hat den besten. Ja. Er hat den besten offen gelassen und beim zweiten nicht. Das aber kann durch gewonnen, oder? Wir können zweimal durch. Mit 1-2. Ja. Ja, die Werte sind jetzt nicht so gut, wenn ich richtig gesehen habe. Ja. Ah, gut, der. Okay. Oh, ja, Gold, Crit. Gold, ja, genau. Oh! Okay, und der zweite? Ja, das doch, reicht, weil der abgeklatscht hat, reicht ja. Das. Wenn er den im Prinzip abklatscht, dann verliert er so viel an Wucht den Ball. Du musst dann mal auf die Leiste achten. Das ist natürlich jetzt wieder sehr ärgerlich. Aber hier ist nichts verloren. Fuck. Ja. Gibt's noch eine Chance? Musti macht ja. Das noch. Der liegt richtig. Ich glaub schon. Was soll diese Emoji-Gespamme wieder? Du bist einfach toll. Das hat er gut gemacht. Der braucht ja nicht so sarkastisch sein. Hat er auch. Der ist gerade ein bisschen im Struggle. Der hat eine Chance gehabt. Und sonst macht Musti gerade das Spiel hier. Ja. Jetzt muss es nur noch Früchte tragen. Hätte eigentlich schon längst passieren müssen mit dem 68% Schuss. Ja, es ist halt blöd. Aber was willst du machen? Vielleicht ihm einen 545 Schuss geben. Doch, schade. Jetzt ist er mit Michael. Und Full Power ist vorbei. Ja. So, eine Hälfte haben wir noch. Ja, aber Musti ist am Drücker, der hat eine Chance gehabt, der Gegner, und der war drin halt, ne? Hm. Eigentlich stand 1-1. Ja, wenn es fair wäre, ja. Hm. Ja, da sieht man, wie fresh der Account ist. Wenn dieser Christiansen noch nicht mal BB4 ist. Schau, kein BB4. Aber die spielen auch nur wegen Teamskill. So, wann rekrutieren wir Lazarus? Ja. Wir haben noch einen Streamer. Oder meinst du, wir müssen unseren Streamer austauschen? Ja, ich finde den aktuellen ziemlich asozial. Ja. Meinst du, weil der Bochum-Fan ist? Nein, weil er Dortmund-Fans hier reinlässt. Frechheit. Oh, Hyuga für Esme. Interessant, Haas überhaupt nichts Defensives zu geben. Werde ich wohl bei meinem Debuff-Team auch machen. Haas nichts Defensiv geben. Gegen Matteo. Ah, er blockt. Sehr gut. 80 Prinz und Nick blockt. Wäre schöner, wenn er hätte den neuen Pass. Ja. Roberto.
Es sieht gerade nicht gut aus, aber... Oh. Bin ich mal gespannt. Oh Gott, ach, ich hab's gewusst. Allerdings ist Abpraller. Oh, Christiansen. Gut, da kann man... Zwei Tackle gebraucht. Da kann man dribbeln. Da kann man dribbeln. Den will ich schon frei, sich freilaufen. Ah. Sieht so aus, als ob Haas gleich völlig frei den Ball annehmen kann. Haas wäre sehr ärgerlich, weil er macht die ganze Zeit das Spiel, ne? Also, der will es ja jetzt wirklich nicht gerade sagen, dass er hier untergeht. Nein, oder auf so. Keinen Fall. Er hält mit 60% einmal, das wäre das 1-1. Scheiße. Vielleicht haben wir auch mal Glück jetzt mit einem Catch von Hernandez. Oder vielleicht passt die jetzt gar nicht auf Haas, sondern will jetzt ein bisschen Zeit runterdrehen. Nee, doch. Okay. Niedrig. 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 Ja, das ist gut. Ich bin verliert nur Stamina. Ja, leider auch Zeit. Das auch. Schon wieder. Er hat ja so viel Glück wie ich mit dem niedrigen Ball. Und jetzt, oh Gott. Endlich. Jetzt hoffen wir, Zeit verloren. Oh, ein Crit. Ah, oh, super. Sieht nicht gut aus. Überhaupt, den Autopass im Strafraum. Zählt das auch nicht in 3 Minuten? Nee. Ein Goldkrit, vielleicht rettet er uns mit 30%. Das wäre eigentlich mal fair. Ja, natürlich nicht. Ja, komm. Ja. Und das ist es halt, weißt du, du in einen kriegst du 60%, haust dann nicht rein und jetzt gewinnen die das Ding. Ja. Das ist einfach total nervig. Mhm. Gegen Newcastle darf sie nicht unentschieden spielen. Ja. Das ist einfach, wo es auch, wo du denkst, warum spielst du das noch, weißt du? Oder warum machst du bei solchen Cups, wenn du bei solchen Sachen nie Glück hast? Beste EU-Cup, bestes Beispiel. Mhm. Wo der gegen Rio mit 30% hält und der kassiert das 1-0 ist. Dann raus. Ja. Also bis jetzt habe ich fast alle Spiele vom Turnier verloren, wegen den RNG. Ja, ich kann mich an kein Turnier erinnern, wo wir mal Glück hatten. Oder durch Glück gewonnen haben. Oder? Oder habe ich es verdrängt? Nee, gewonnen nicht. Wir hatten vielleicht in ein, zwei Spielen mal Glück, aber... Das ist halt einfach nur ärgerlich. Im ersten Spiel war es ja genauso, wo der Rimachi einen hohen Ball. Ach, ich sag nichts. Das sieht ja online. Also haben wir mal ein bisschen Glück. Ja, aber die Zeit ist nicht genug, um mein zweites Tor noch zu machen. Nee, aber eigentlich stand er jetzt 2-2. Ja, eigentlich. Aber das Spiel sagt nein. Oder wo der den Ball halt abklatscht, ne? Naja. Vielleicht läuft es heute beim UFT besser. Ja, mal schauen. Wird jetzt schwierig weiterzukommen. Ein Unentschieden, eine Niederlage. So, in den letzten Wochen haben wir in den entscheidenden Dingen nur Glück, ja genau. Das... Ja, ja, das ist halt einfach so. Ich weiß nicht warum. Also du machst mit und wie gesagt,
Jeder kann sich gerne die Spiele angucken, wenn er mag. Der Kreiselschuss. Ja. Ja, kann man nichts machen. Alles gut. Mal verliert mal, man gewinnt man nicht. Herr Buchs, danke, ich bin raus. Ich auch. Danke. Bitte, gerne, danke auch. Und wir sehen uns heute Abend beim ML World Cup, circa 21.30 Uhr auf diesem Kanal. Und auf RTL. Ach, du bist noch da, okay. Ciao. Ja, ciao. Ciao. Und danach direkt UFT. Gut, und das beende ich jetzt hier auch jetzt gleich. Sehr, sehr schade. Kann man jetzt machen. Ich werde das Video direkt auf YouTube exportieren. Glückwunsch an Against the World. Bester Channel, meinst du RTL oder dieser Kanal hier? Gut. Bye bye, wir sehen uns heute 21.30 Uhr, der Emerald Cup. AS Knack und Back, Sora und Bogusch gegen Pole und wer war das nochmal? Ich hab's gleich. Pole und wir sehen uns heute um 21.30 Uhr. So, bis dann.